Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Ich hab grad einen Monatssold verzockt. Ist ja schön für dich, interessiert mich nicht. Wir sind hier immer noch auf dem Strip, aber wir wurden zu Colonel Moore geschickt. Beziehungsweise uns wurde gesagt, dass wir da hingehen sollten. Und das tun wir auch. Denn jetzt will Colonel Moore endlich mal mit uns reden. Wir waren ja schon mal da, aber sie wollte uns nicht. Na, aber jetzt wird sie uns schon wollen. Ja, nachdem wir ihre chinesische Tarnrüstung geklaut haben, wird sie endlich mit uns reden wollen. Oh, warte. Das wäre dann nicht so gut, oder? Wenn das der Grund wäre. Egal. Das passt schon. So, ab da rein. Und mit Colonel Moore endlich mal sprechen. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt hatten. Also Ahnung hatten sie schon. Und irgendwie finde ich Colonel Moore nicht in ihrem Zimmer. Hallihallo. Gut, Sie haben es geschafft. Mir wird bereits seit einer Weile vom Retter der RNK berichtet und ich wollte Sie schon länger mal treffen. Sie haben sich als besonders fähig erwiesen und momentan kann ich alle fähigen Leute brauchen, die ich kriegen kann. Crocker kriegt die ganzen Spaziergänge, die sonst keiner will. Wenn die Leute etwas wirklich Wichtiges erledigt haben wollen, dann kommen sie zu mir. Normalerweise schicke ich ein, zwei Ranger los, um so etwas zu erledigen. Aktuell fehlen uns aber die Leute. Sind Sie bereit für eine echte Mission? Ja, Madam. Da der Großteil meiner Männer sich derzeit mit der Legion beschäftigt, brauche ich jemanden, der sich um andere aktuelle Probleme kümmert. Machen wir uns nichts vor, es steht eine Schlacht bevor und ich will sicherstellen, dass alle Risiken beseitigt sind, wenn es losgeht. Ein solches Risiko ist eine Bande namens Großkane. Schon von Ihnen gehört? Klar. Man könnte sagen, dass ich bereits mit ihm Bekanntschaft gemacht habe. Dann muss ich Ihnen ja nicht erklären, dass Sie ein ziemliches Ärgernis sein können. Ihr Verhältnis zur RNK war schon immer eher lausig. Daher fürchte ich, dass sie unseren Feinden beistehen könnten, wenn die Legion uns angreift. Außer natürlich, wir verhindern das. Sie sollen sie in ihren Canyons im Westen besuchen und dafür sorgen, dass sie keine Hilfe für die Legion sind. Haben wir bereits. Für mich ist das nur eine weitere Raider-Bande. Gehen Sie also entsprechend mit ihnen um. Noch Fragen? Und wenn ich sie überzeugen kann, der Legion nicht beizutreten? Machen Sie sich nichts vor. Ich kenne diese Banden gut genug, um zu wissen, dass man ihnen nicht trauen kann. Sonst noch was? Keine Fragen, Madam. Gut, ich freue mich auf Berichte Ihrer Fortschritte. Wegtreten. Das haben wir doch bereits gemacht, oder nicht? Okay. Meines Wissens haben wir doch den Khan bereits... Wir haben sie doch bereits dazu überzeugt, uns zu helfen. Also egal, welcher Seite wir uns anschließen, dass sie uns helfen. Ich rede einfach nochmal mit Papa Khan. Mal schauen. Wird schon kein Problem sein. Oh, wir sind durstig. Wir verdursten. Ja, deswegen nehme ich eine Arzttasche. Ich Idiot. Ernsthaft. So. Mal schnell was gefuttert. So, Papa Khan, wo bist du? Nee, ernsthaft, wo bist du? Draußen? Bist du wirklich... Hä, du bist doch im Haus, oder nicht? Scheint. Ich warte hier einfach mal. Bis 10. Dass jeder, der Interesse an der Mojave hat, sich auf etwas Großes vorbereitet. So, wir gehen nochmal raus. Und rein. Hier, Papa Khan. Ah, Sie sind wieder da. Brauchen Sie noch was? Mit wem muss ich reden? Reggie? Sie sind ja zu einem richtigen Demagogen geworden. Gefällt mir sehr gut. Papa ist da. Hatten wir schon. Nee. Papa ist... Mit wem müssen wir reden? Ah, Sie sind... Das ist der Grund, warum wir der RNK Rache geschworen haben.
Wieso sind sie Verbündete der Legion? Soweit ich weiß, sind sie keine Verbündeten der Legion. Ich meine, hier war doch... Okay, ich bin gerade verwirrt. Ich will sie nicht ausrotten. Will ich ganz und gar nicht. Ich habe nur gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Aufgaben. Entweder ihre Unterstützung erlangen oder sie vernichten. Haben wir die Quest kaputt gemacht? Sie sind wieder... Dann. Habe ich wirklich die Quest kaputt gemacht? Ich rede nochmal mit Colonel Moore, weil eigentlich haben... Wartet mal. Wir haben doch die bereits... Okay. Ich bin gerade echt verwirrt, was wir machen sollen. Also entweder ich habe was falsch gemacht oder... Jetzt sind wir in Zweierkarawane. Ja, oder I don't know. Ich rede nochmal mit Colonel Moore. Das stört mich jetzt. Ja, hatten Sie was? Gut. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Ich kann da nichts machen, oder? Was ist denn das? Ich habe doch bereits mit den Khan verhandelt. Das haben wir vor Ewigkeiten gemacht. Und ich will sie aber nicht auslöschen. Das will ich nicht. Ich werde nochmal zur Drogenküche, um da vielleicht mit den beiden zu reden. Aber ich will sie nicht auslöschen. Die RNK schließt aus... Scheiße. Jemand hat Motorrunner umgelegt. Der Junge war einer unserer größten Abnehmer. Ja, tut mir leid. Und wegen der Allianz mit Caesar's Legion? Keine Sorge. Jack und ich haben das besprochen. Wir werden für einen Bruch mit der Allianz eintreten. Gut. Also jetzt Frieden mit den Kings? Wie geht es, meine... Was machen Sie beide hier? Was? Na, streng genommen eigentlich gar nichts. Wir zaubern nur ein bisschen. Okay, was stellen Sie dann her? Wir stellen die Glücklichmacher her. Was brauchen Sie? Jet, Psycho, ein bisschen Maddox gegen den Schmerz? Wie sind Sie in dieses Geschäft eingestiegen? Bin wohl einfach ein Naturtalent. Als ich noch ein Kind war, kamen diese Schlitzohren die Anhänger der Apokalypse in unser Lager. Ich hab mir alles reingepfiffen, was sie an Chemie unterrichtet haben. Krasse Wissenschaftleritis. Diane kümmerte sich als Partnerin ums Geschäft. Okay, schon gut. Was auch. Geht klar. Ich kann Ihnen beibringen, wie man Super Stimpaks herstellt. Na gut, dann mal her damit. Bitte. Wo war diese Gnade bei Bitter Springs? Hey, warte. Archäolyginial. Das sollte uns ein paar Kronkorken einbringen. Was schulde ich Ihnen? Ein paar Kronkorken. Hier, yeah, ein bisschen Pinke-Pinke, damit die Taschen klimpern. Okay, ich könnte Ihnen aber noch mehr beibringen. Geht klar. Wirklich? Cool. Bin schon dabei. Hab ein paar Stimpaks zusammengebraut. Aber wenn Sie noch mehr Rezepte haben, würde ich die nehmen. Ja, da brauche ich noch ein Ödland-Überlebenshandbuch.
Was ist das denn für eine Scheiße? Ganz ehrlich, ich will doch lediglich, dass die mit uns zusammenarbeiten. Was sie ja auch streng genommen versprochen haben. Nur irgendwie... Irgendwie kann ich nicht in die Dialogoption. Nicht jetzt. Ich hab zu tun. Dass sie mit uns agieren. Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht. Irgendwas. Und wenn, dann ist es das erste Mal, dass ich diese Quest so verhauen habe, ganz ehrlich. Ich hatte das vorher noch nie in der Form. Kann doch nicht sein. Ah, sie sind wieder da. Wieso gibst du mir nicht diese... Wollten Sie noch was anderes? Ich will euch nicht töten, ich wehre mich dagegen. Ganz ehrlich, ich wehre mich vollständig dagegen. Ich meine, mehr als hier rumsitzen und fressen tun sie ja eh nicht. Das finde ich jetzt richtig uncool. Nur keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ich spiele auch ehrlich gesagt mit den Gedanken, einfach den Konsolen Befehl einzugeben, dass wir diesen Teil der Quest einfach überspringen. Wenn es sein muss, mache ich das auch. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Reden Sie schnell. Ja? Wenn es sein muss, mache ich das auch, weil ich werde die nicht alle erledigen. Besser. Nein, das ist... Was wollen Sie? Können Sie mir etwas über Großkarne erzählen? Ich kann Ihnen sagen, dass Sie ein Riesenhaufen Trottel sind, die Kunst nicht zu schätzen wissen. Allein das auch. Klingt nicht so, als ob Sie gerne ein Großkarn wären. Wären Sie vielleicht woanders glücklicher? Ja, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht kann ich meine wahre Berufung und jemanden finden, der meine Gedichte mag. Vielleicht im Old Mormon vor? Meinen Sie, die Anhänger der Apokalypse würden mich nehmen? Ich erinnere mich noch an die ganzen Bücher, die Sie bei Ihrem letzten Besuch dabei hatten. Ich könnte Ihnen Ihren Namen fragen. Echt? Danke. Ich würde ja selber gehen, aber was, wenn Sie Nein sagen? Die Karne würden mich nicht zurücknehmen und dann hätte ich niemanden mehr. Ja, was sagen Sie zur Allianz? Hä? Wovon reden Sie da? Wir sind jetzt mit Caesar verbündet? Tja, typisch. Mir sagt ja nie jemand was. Wieso sind die jetzt mit Caesar verbündet? Ich verstehe es nicht. Was machen sie da? Ach, eigentlich gar nichts. Ich versuche nur, mich in Stimmung für mein Aufnahmeritual zu bringen. Wieder mal. Roar. Es klang, als ob sie Gedichte schreiben würden. Oh, das haben sie gehört, was? Okay, ja, ich schreibe Gedichte. Ich weiß, klingt gar nicht nach einer typischen Großkhan-Beschäftigung. Die Anhänger kamen in unser Lager, als ich ein Kind war, und brachten einen Haufen alte Bücher mit. Ich habe stundenlang Vorkriegspoesie gelesen. Warum passt Poesie dann nicht zu den Großkhan? Haben Sie sich den Stamm mal angesehen? Wenn es keine epische Saufballade um Schädelknacken und Geschrei ist, halten Sie nicht viel davon. Was hat das mit diesen Aufnahmeritualen? Das muss jeder machen. Naja, jeder, der ein Khan werden will. Man schmeißt sie in den Ring und schlägt dann eine Minute lang auf sie ein. Wenn sie überleben, sind sie dabei. Klingt gar nicht so übel. Klar, wenn man ein massiver Grobian wie Regis oder so mit Stoff voll gepumpt ist wie Jack. Ich habe es 5-mal versucht und immer noch nicht geschafft. Aber du lebst doch noch. Besser? Was reimt sich auf besser? Abwes... Nein, das ist schrecklich. Wie schreibt man denn gestikulieren? Ich frage mich, ob es einen Reim... Ich
Idee noch nicht so wirklich, was ich jetzt mache. Oder beziehungsweise ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Na, ich werde es sehen. Ich werde die nächsten Folgen mal entscheiden. Sofern mein Spiel nicht abschmiert. Was es anscheinend gerade getan hat. Spiel. Ja, Spiel ist abgeschmiert.